Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Skyward Sword. Wir haben in der letzten Folge uns hier durch das Piratenversteck gekämpft. Ja, und in der Folge suchen wir und hoffentlich finden wir dann auch das Schiff. Zack, Hammer. Hier ist nichts drin. Schade, ich hätte gehofft, ich kann meine Herzleiste mal noch ein bisschen auffüllen. Na gut, dann ist dem halt so. Hier ist mein Schiff also auch nicht. Hast du irgendeinen Anhaltspunkt entdecken können? Du weißt, wo wir hin müssen. Dank der Aurasuche. Das ist sehr stark. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Mal wirklich mein Schiff finden. Wollen wir ablegen? Yep. Sprechen wir auf. Wollen wir wirklich dieses riesige Meer absuchen? Mir bleibt nicht mehr viel übrig, als dir zu vertrauen. Vermutlich hat sich das Schiff getarnt. Wenn wir es aber mit der Kanone treffen, wird es sichtbar werden. Okay. Erstmal hier Aurasuche. Und in die Richtung. Dann fahren wir doch mal. Moment, ich will mal kurz gucken, irgendwo da hinten in der Ecke. Ich setze da erstmal einen Punkt hin. Oh, ist er? Oh! Das ist ja alles voll mit den Krötenviechern. Bin ich so nah an die Bombenfässer? Ich habe keine Ahnung, ob man da dagegen fährt, ob die direkt hochgehen. Ich könnte sie auch alle vorher in die Luft jagen, aber hey. Nee. Ich töte mir jetzt doch. So. Immer ein bisschen Tempo. Irgendwo da weiter lang. Das ist hinter uns. Nee. Moment, ich sehe da. War da gerade was zu sehen? Jawohl. Ah, die. Der Leuchtpunkt hat's verraten. Hast du das gesehen? Das war mein Schiff. Los, verfolgen wir es und immer fest draufhalten mit der Kanone. Wir haben's. So, was heißt, ich glaube, wir haben's. Punkt. Ja, wir kommen auf der Sandgaleone. Hm.
müssen hier wahrscheinlich erstmal wieder irgendwie einen Zeitstein aktivieren, damit hier Dinge passieren, ja. Oder wir brauchen wieder so einen mobilen Zeitstein. Wofür habe ich denn eigentlich die Kisten hier? So, aha. Jetzt mal hinsetzen und unsere Ausdauer auffüllen. Unsere Ausdauer, unsere Herzen auffüllen. So, da kommen wir nicht durch, da brauchen wir erstmal einen Schlüssel. So, das heißt, wir gehen hier erstmal runter. Wo ist er denn? Da ist der magische. Hätte ich mir auch sparen können. Moment. Da kann man bestimmt wieder irgendwas spielen. Aha. Neuer Versuch, Rubine daran zu zeichnen. Erstmal so. Alter, ich und zeichnen. Ah, Kacke. Da will ich. Ach, scheiß drauf. Bomben. Hey. Aber. Da hat mein Gürsel so auch nicht. Also. Kacke zeichnen ist ja mein Ding so, aber. So, links oder rechts? Ach komm, wir gehen mal rechts lang. Das schon alle? Hallo, stecken wir den Schwert weg. Danke. Gut, wir haben gerade Bomben eingesammelt. So, den haben wir. Hier ist nichts drin, da sind auch nochmal zwei Kisten. Schaffen wir das darüber? Uiuiui. Jo, schaffen wir. So, nee, nicht die Bombe. Ich brauche den Krug wieder. Viecher. Wir gehen mal noch weiter nach unten. Ach du Kacke. Lass mal überall kräftig drauf. Rubine. Da ist ein Dings. Gyrosensor, bleib bitte da, wo du sein sollst. Okay. Hammer. Hammer auch. Mal kurz zur Speicherstatue ran, um die zu aktivieren. Zieh nur, Gebieter. Aha, die Tür zum Bossraum. Dieses große Tor ist fest verriegelt. Ich schätze, dass sich hinter ihm etwas Wichtiges verbirgt. Ach nee. Danke für nichts. So. War hier noch irgendwas? Den können wir erstmal nicht. Jetzt gucken wir erstmal hier durch. Da kommen wir von
unten rein? Da sind auf jeden Fall eine Menge Truhen. Hm. Och nö! Elektroflederbeißer. Glaub es sackt. Da ist schon wieder irgendwas unter dem Boden. Dann hauen wir das mal tot. Da ist auch irgendwas unter dem Boden. Moment, da ist ein Rad. Das ist, glaube ich, wieder so ein Ding, wo wir von verschiedenen Seiten raufsteigen müssen, ne? Müssten davon ja hier noch mehr sein. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oh. So. Machen die mal noch frei. So, jetzt gucken wir uns das mal an. 2 ist von oben. 3 von unten. 4 von rechts. Also, 1 ist von unten. 2 oben. 3 unten, 4 rechts. Unten, oben, unten, rechts. Gucken, ob ich recht damit habe. So, ja, wir wollten ja mit unten anfangen. Unten, oben, unten, rechts. Unten, oben. Unten rechts. Doch nicht. Oder gibt's noch ein? Den fünften gibt's hier nicht, oder? Ich guck mir das nochmal an. So. Oder muss man das so nehmen, wie es ist? Links. Rechts. Links. Unten. Probieren wir das mal so. Links, rechts, links, unten. Nee. Nee. Nochmal. Wir probieren es nochmal mit der alten Variante. Unten, oben, unten, rechts. Verstehe ich nicht. Unten. Oben. Unten. Rechts.
Schlag mal auf links, sodass er erstmal unten, oben, unten. Ah, war doch so. Wahrscheinlich musste links der Ausgangspunkt sein. Na gut. Aber wir kommen voran. So. Gut, wir haben eine Schlüssel. Da ging es nicht erstmal nicht weiter. Wir hatten ja eine versperrte Tür. Direkt, wo wir reingekommen sind, ne? Heißt, wir müssen jetzt vielleicht wieder den ganzen Weg zurück. Gucken wir mal. Oder hier in dem nächsten Gang waren ja auch noch mal ganz viele Türen. Ah! Hier nicht. Ne. Also hatte ich wahrscheinlich recht, dass wir wieder an den Ausgangspunkt zurück müssen. Beim Link. Oh ne, 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 jetzt nicht nochmal. Ich gerade wirklich nicht so viel Lust drauf. Ja, hier war die Tür. Und nochmal gucken. Ja. Machen wir mal auf und gucken mal, was uns hier erwartet. Oh, wir gehen wieder raus. Wir sind wieder draußen. Und wir haben wohl einen Zwischenboss. Ah, ist das der Piratenkapitän? Ja. Ah. Hä? Hä? Ich verstehe das nicht. Entweder bin ich einfach zu doof. Okay, ich bin wirklich zu doof. Aha, ob jetzt haben wir's. Aha. Oh, Entschuldigung. Was ich bin in letzter Zeit, also mit den Joy-Cons übelst häufig hier krank, weil... Bei Breath of the Wild, bei Skyward Sword, so. Habe ich noch eine Fee? Ich hoffe. Ah, jetzt ist sein Schwert zumindest schon mal weg. Au. Hmm.
Ja, ich habe eine Fee. Au. Ich verstehe nicht, warum mein Schild nicht reagiert. Okay, nochmal. Ja, natürlich möchte ich das Spiel fortsetzen. So. Habe ich noch das, was... Nee, hier ist natürlich trotzdem Verbrauch. Okay. Wir machen das einfach nochmal. So. Wenn nicht sein hier. So, Gyrosensor. Von oben kräftig draufschlagen scheint ganz gut zu funktionieren. Vielleicht ist das der Way to go. Au. Ausweichen. Oh ne, ausweichen. Ah! Ich hätte mich mal vielleicht auch vorher auf meinen auf den Stuhl setzen sollen. da habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Okay. Alle guten Dinge sind drei. So. Machen wir hier mal kurz unsere Herzen voll. Haben wir hier noch irgendwas Cooles drin? Natürlich. So. Dritter Anlauf. Und los geht's. Ausweichen. Ausweichen. Au. Okay, das mit dem Ausweichen funktioniert nicht. Ich muss es mit dem Schild blocken. So, Schwert Nummer 1. Jetzt haben wir nur ein Herz verloren. Wo sollen sie zurücksetzen? Schwert Nummer 2. Man kann jetzt verloren, ne? Hä? Ah, nein! Okay. Interessanter Gegner. Interessanter Gegner. Gebieter
dieser Maschinenmensch. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 99%, dass es hierbei um den Piraten handelte, von dem der Kapitän sprach. Seine Wut und Boshaftigkeit haben sich erstaunlich gut über die Jahre gehalten. Ja. Jetzt aber hoffentlich nicht mehr. Du hast den Holzbogen erhalten. Damit kannst du von Weitem mit hoher Angriffskraft Pfeile auf ein Ziel feuern. Cool. Gebieter, ich habe dir etwas zu deinem neuen Item, dem Bogen, zu sagen. Mit ihm kannst du weit entfernte Ziele treffen und großen Schaden anrichten. Drücke ZR, um den Bogen zu ziehen. Wenn du Hilfe zur Bedienung des Bogens benötigst, drücke bla bla bla. Zudem kannst du mit einem Pfeil weit entfernte Mechanismen aktivieren, wenn du sie triffst. Einen solchen Mechanismus habe ich auf dem Deck entdeckt. Allerdings glaube ich nicht, dass du ihn von hier aus treffen kannst. Ich rate dir, zurück an Deck zu gehen. Ja. Bevor der sagt, machen wir das mal. Oder machen wir das heute noch? Ich glaube, jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, um hier Schluss zu machen, ne? Ja, dann machen wir hier heute Schluss. Ein bisschen kürzer. Aber ich weiß nicht, wie oft wir hier noch Speicherpunkte finden. In diesem Sinne, für heute war es das. Wir haben den Piratenkönig, also den Piraten, den Kapitän, besiegt im dritten Anlauf. und machen beim nächsten Mal hier hoffentlich weiter. Also in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.